Ja, herzlich willkommen hier in Öhringen im idyllischen Hofgarten direkt vor unserem Hoftheater. Die Kunst- und Kulturbranche befindet sich in einem Dilemma. Gewohnte Veranstaltungskonzepte mit vielen Besuchern, aber auch kleine Festle mit kulturellem Rahmenprogramm sind derzeit undenkbar. Daher haben wir uns die Frage gestellt, ist es möglich, das herrliche Ambiente mit der Kunst- und Kulturbranche in Einklang mit den geltenden Verordnungen und Hygieneregeln zu bringen. Dabei kam die Idee auf, öffentliche und belebte Plätze als Plattform für Künstler, Kreative und Kulturschaffende zu nutzen, ohne dabei ein direktes Event anzukündigen und praktisch den Überraschungseffekt zu nutzen. Kultur passiert, Pop-up-Bühne Öhringen wurde ins Leben gerufen. Doch was ist eigentlich eine Pop-up-Bühne? Die vermeintlich leerstehenden Locations werden plötzlich und kurzfristig zur Bühne. Marktplatz und Innenstadt, Hofgarten und Tanzlinde oder unser Generationengarten werden mit kulturellem Leben gefüllt. Aus dem Nichts entsteht Kultur. Bei dem Projekt Kultur passiert ist der Überraschungseffekt vorprogrammiert. Öhringen wird so an ausgewählten Wochenenden zum kulturellen Überraschungsei. Zum einen wollen wir die unterschiedlichsten Künstler und Kunstformen unterstützen, eine Plattform schaffen und natürlich die geltenden Regeln und Verordnungen einhalten. Zum anderen machen wir die Öhringer Kulisse wieder erlebbar und bewirken dadurch hoffentlich auch einen Image-Effekt für die Stadt. Ja, ich bin mir sicher, auch kleinere Aktionen und kreative Eventkonzepte können in dieser schwierigen Zeit zu einem Leuchtturmsymbol werden. Wir freuen uns auf ein buntes und vielfältiges Rahmenprogramm und wer weiß, vielleicht passiert ja Kultur bald übergreifend im gesamten Hohenlohekreis.